Hallo meine Mäuse, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich Willkommen. Ich bin die Tanja und das ist mein Kanal, Tanjas Colorful World. So meine Lieben, ich dachte mir, wir werden heute mal wieder Masken testen. Ich habe immer wieder eine Haarmaske am Start und eine andere Maske und dann noch ein was anderes, was wir heute mal testen werden. Ich sag mal, wir fangen einfach mal an und schauen, was ich euch heute so mitgebracht habe und was wir heute testen werden. So, heute habe ich mir gedacht, heute werden wir mal wieder eine Haarmaske probieren. Und zwar, ich hatte ja letztes Mal, was schon länger herliegt, hatte ich ja mal, war ich ja bei Action. Das Video werde ich euch auf jeden Fall verlinken, was das für ein Tag war. Das war ein kleiner Vlog, ne? Und da hatte ich mir ja die Haarmaske mitgenommen. Die habe ich auch noch nicht getestet. Wie gesagt, die werden wir heute mal testen. Die werden wir heute testen. Werde ich euch gleich nochmal was zu sagen. Ich habe selbst noch nicht richtig drauf geguckt. Dann ein Produkt von Rossmann. Isana ist ja von Rossmann. Ne? Ja, Isana ist von Rossmann. Werden wir heute mal die Augenpads benutzen. Die Augenpads von Isana mit Aloe Vera und Hyaluron und Aloe Vera, genau. Hydro-Intensiv-Effekt mit Hyaluron und Aloe Vera, nochmal. Ja, hätten wir auch gleich sagen können. Und dann werden wir mal heute eine Pell-Off-Maske machen. Wird nämlich mal Zeit. Meine Haut ist zwar trocken, aber wir werden heute trotzdem mal eine Pell-Off-Maske machen. Mal, um die Poren ein bisschen frei zu machen. Und die habe ich auch bei Rossmann gekauft. Genau. Hier soll ist ein Glitzerpartikel mit drin. Aber ich denke mal, ich glaube nicht, dass das auf dem Gesicht zu sehen ist. Schauen wir mal, ob man da was sehen kann. So, wir fangen jetzt erstmal mit der Haarmaske an, genau. Ich war mal wieder duschen. War wieder Duschzeit. Nein, Quatsch, ich gehe jeden Tag duschen. Ja, irgendwann habe ich mir die Haare frisch gewaschen. Und ja, fangen wir mal an. Machen wir hier hin. So, ich kämme mir die Haare nochmal durch. Ich habe mir die Haare ganz normal gewaschen mit Haarshampoo, sonst nichts Wildes, keine Pflege, nichts reingemacht, weil wir ja eben die Haarmaske testen wollen. Ja. Oh. So. Ich denke mal, das reicht so. Schauen wir mal. Diesmal ist das etwas anders. Ich habe noch nicht geguckt. Diesmal brauchen wir kein Zeugs extra auftragen. Das ist alles in dieser Haube schon drin. Und lieber ist das mit Kokosnuss. Ich muss mal gucken, ob ich hier was auf Deutsch finde. Jetzt habe ich keine Brille auf. Und mal gucken, ob ich jetzt hier was finde. Speziell für trockenes Haar formuliert. Feuchtigkeitspflege mit Q10, Kreatin, Jojobaöl und Kokosnussöl. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Für trockene Haare ist immer gut. Für meine Haare auf jeden Fall, weil ich ja die Haare immer, okay, ich müsste wieder färben. Oder nochmal nachfärben, habe ich immer noch nicht geschafft. So, auf jeden Fall. Okay. Okay, ja. Wie soll ich das beschreiben? Auf jeden Fall kommt die Maske. Wo kommt die Maske her? Aus Holland? Bleiswijk. Bleiswijk. Ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen. Ja, ist komisch. Ist ja. Oh. Ich kann euch das. Den Geruch kann ich euch echt nicht erklären, wie es ist. Auf jeden Fall ist das hier so ein Häubchen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht habe ich das abgerissen. Wie machen wir das? Von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das ist blöd beschrieben. Ich denke mal, ich weiß es nicht, wie man das macht. Jo, das wird jetzt lustig. Ich muss gucken. Auf jeden Fall hier drinnen. Oh, da oben ist da so ein Zeug.
Ja, das müssen wir jetzt mal austesten, wie das funktionieren soll. Okay. Ich werde erstmal die Haare so ein bisschen hoch machen, denke ich. Jo, das ist schlecht beschrieben. Hätte man irgendwie. Müssen wir mal schauen, wie das funktionieren soll. Wenn ich das jetzt so. Ich glaube, ich werde das so, das Etikett an der Seite machen. So. Nee. So. Ich weiß es nicht. Das ist doch Blödsinn. Wenn ich das so, dann ist das andersrum. Muss ich das so rum machen. So rum. So rum. Hey. Nee, ich mach das so rum. Oh, Leute, das ist blöd. Auf jeden Fall. So. Und jetzt weiß ich auch nicht. Das ist doch alles scheiße. Das ist doch. Ich weiß es nicht. Ich hau mir das jetzt so hier drauf. Keine Ahnung. Jo, müssen wir mal gucken. Wir wollen ja noch die Maske drauf machen. Boah. Ne, das gefällt mir nicht. Das muss ich echt zugeben. Vor allen Dingen, ach, machen wir gleich. Soll jetzt anders drin, ne? Nein. So, jetzt klappe ich das nochmal um hier. Oder wie auch immer. Ich weiß nicht. So, ich lasse das jetzt so. Sonst können wir die Maske nicht auftragen. Auf jeden Fall ist das schon mal echt blöd. Weil wir haben das Zeug ja in der Maske schon drin. Wir konnten das jetzt gar nicht richtig in den Haaren einarbeiten. Da bin ich echt gespannt. Bin ich echt gespannt, ob da überall überhaupt Pflege hinkommt. Ich habe das jetzt zwar, das steht da nicht drauf, dass man es mit den Händen noch mal so ein bisschen machen soll. Aber ich habe es jetzt mal getan, weil sonst ist das ja Blödsinn. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ergebnis ist. Ob überhaupt überall überhaupt was hinkommt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielleicht bei kurzen Haaren ist das vielleicht okay. Aber wer lange Haare hat, so wie ich oder jemand anders, wie ist das, ich meine? Ist das schwierig? Okay, wir packen das jetzt erstmal zur Seite und machen jetzt mal mit den Augenpads weiter. Ich habe ja die von Isana. Ich habe die noch nie benutzt. Ich habe, glaube ich, einmal das erst benutzt. Ja, man sollte es öfters machen. Gerade hier ist das doch ziemlich trocken alles, ne? Ja. Eigentlich müsste ich eine Feuchtigkeitsmaske drauf machen. Aber wie gesagt, wir müssen das die Poren auch mal frei machen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal mit den Augenpads an. Ist von Isana. Hydro-Intensiv-Effekt mit Hyaluron und Aloe Vera. Die müssen wir auch 20 Minuten drauf lassen. Die Haarmaske auch. So 15 Minuten, 20 Minuten. Das passt schon alles. So, machen wir erstmal die drauf. So, ich bin mal gespannt, wie die so sind. Falsch rum, okay. Okay. So. Mach mal schön nah am Auge. So. Okay.
So, ich denke mal, so ist ganz gut. Ne? Ich hoffe, dass sie kleben bleiben. Das ist irgendwie ein bisschen zu nah. Ja. So, die andere Seite. Sind feucht. Man ist nicht so, ne? Ich bin mal gespannt, ob die gut Feuchtigkeit abgeben an den Augen. Ich hatte auch Augenpads schon genommen. Und zwar diese goldenen, die wir, glaube ich, in der Pinkbox. Die hatten wir, glaube ich, in der Pinkbox drin. Irgendwo hatten wir welche drin. Und die fand ich unheimlich gut. Okay. Ich glaube, die brennen ein bisschen. Kann das sein? Ich sehe wieder scheiße aus. Aber egal. So, machen wir weiter. Jetzt habe ich ja diese Pell-Off-Masken, die habe ich auch bei DM, bei Rossmann gekauft. Selfie Protect. Ja, die hatte ich bei Rossmann gekauft. Glättet die Haut, strahlender Ton und Selfie-Look. Okay. So. Ich habe hier ein Schälchen. Normalerweise habe ich ein kleineres Schälchen, aber irgendwie finde ich das nicht, wo ich Make-up immer so anrühre, falls ich mal was brauche. Aber ich nehme das hier. Jetzt habe ich mal was mache ich da drin? Ich mache da immer einen Nachtisch drin. Stefan ist ja jetzt nicht da. Dann kann ich das benutzen. Da mache ich immer mit Flambieren. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich wieder. Auf jeden Fall mache ich da immer so einen spanischen Pudding. Spanischen Pudding rein, ne? Und dann flambiere ich das mit mit Zucker und dann mit so einem Flammenwerfer. Ich weiß, Crema Catalana, ich glaube Crema Catalana, ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es jetzt echt nicht. Dann nennt sich aber auch noch anders. Auf jeden Fall haue ich mir jetzt die Maske mal da rein. Na gut, schauen wir mal. Oh, das klebt schon mal. Hier sind ja Glitzerdinger drin, aber das kriegen wir nicht alles raus aus der Verpackung. Nee, das bleibt alles da unten drin. Nee. Müssen wir mal gucken. Nee, schade. Das ist aber auch ein Übel. Jetzt habe ich noch so ein Spachtel hier. Das ist extra für Masken aufzutragen. Dass man nicht die Finger neben braucht. Jetzt gehe ich mal hier rein und gucke mal, ob ich das Glitzer-Scheiß hier rauskriege. Ah, da klebt ja wie Wulle, ne? Eine Stunde später. Ne, Leute, keine Chance. Wir kriegen das nicht raus. Es ist der ganze Pinsel. Oh, ist so eklig. Nö, mit Glitzer ist nichts. Das kriegen wir auch nicht raus. Ich drücke das nochmal ein bisschen nach hier. Ich wollte ja das Glitzer ja haben. Wir sind ja so Glitzer Konfetti drin und Glitzer. Das ist eine Sauerei. Dies ist eine Sauerei. Gut, das ist ja Pinsel voll hier. Okay, wir lassen das jetzt so. Das klebt, ne? Das klebt. Ich sag euch, das klebt. Das ist echt eine Sauerei. Deswegen, ich lieg lieber meine Tuchmasken. Also, wenn ihr sehen könnt, hier ist nur alles voll mit diesem. Könnt ihr nicht sehen, ne? Und da. Auf jeden Fall ist da noch dieses ganze Glitzer drin. Schmeiß das. Ne, brauchen wir, glaube ich, nochmal, ne? Oder ich weiß nicht. Lass das mal hier liegen. Ja. Bin mal gespannt, ob das überhaupt reicht. Leute, das ist so eklig, ne? Das ist nichts für mich. Das ist so ein komisches Gefühl. Aber das muss sein. Aber das werde ich jetzt hier unten nicht hinkleben. Das mache ich da nicht hin, weil da muss das nicht, echt nicht hin. Oh. So, der Geruch. Das riecht wie beim Friseur Haarspray. So riecht das. Im Friseursalon. Was habe ich denn jetzt hier? Irgendwie ein Haar. Na gut, wir müssen gleich sowieso die Haare nochmal abspülen. Toll. Ich wollte die nur ausspülen, nicht nur waschen. Oh.
ist immer viel. Hier ist wichtig. Hier so. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, warum müssen Frauen sich das antun? Okay, gibt es ja mittlerweile auch Männer, die das machen. Aber Stefan weigert sich. Stefan weigert sich. Ich habe schon so viele Männermasken auch in diese Männer-Glossy-Boxen, die für Männer auch gibt. Oder in der Weihnachtskalender. Jetzt habe ich das in der Haare. Schön, jetzt nehme ich noch einen so eine. Drin gehabt. Stefan weigert sich einfach. Er macht das nicht. Er hat wohl Angst, dass ich ein Foto mache und das irgendwo zeige. Naja, gut. So. Jetzt muss ich mal auf den Zeiger gucken, wie lange das braucht, bis das trocknet. Ich denke mal, da wird nicht großartig was zum Abziehen sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt alles drauf gemacht. Ich mache meine Hände sauber. Ich hätte das vorher aufmachen sollen. Ich habe hier so Babyfeuchttücher. So. Wie viel haben wir? Okay. Das lassen wir jetzt mal 20 Minuten drauf. Und dann gucken wir mal, wie wir das weitermachen. Aber ich wollte mal eben noch mal gucken, wie lange das... halbe Stunde. Also dann sehen wir uns, in einer halben Stunde sehen wir uns wieder. Und dann schauen wir mal, ob die Haarmaske was bringt. Wie gesagt, das Produkt ist ja nur oberflächlich drauf. Ich habe das zwar jetzt versucht, ein bisschen einzuarbeiten. Aber wie gesagt, bei langen Haaren ist es ein bisschen schwierig. Ja, die Aloe Vera Pads, ne? Bin ich mal gespannt, ob die gut Feuchtigkeit ein bisschen aufpolstern. Und Feuchtigkeit abgeben. Und ja, hier mit dem Pell-Off-Zeug, ob das dick genug drauf ist. Und dann werden wir das gleich mal gucken, wie wir weitermachen. So, bis gleich. Denkt daran, nicht abschalten. Das Video geht gleich weiter. So, meine Häschen. Nein, meine Mäuse. Ich denke mal, wir werden das jetzt mal eben versuchen, zusammen abzumachen. Ist gut, gut fest. Ich mache mal eben die Teile hier ab. So. Einmal. Wir haben jetzt... Ich habe die jetzt etwas über eine halbe Stunde drauf gelassen. Ja. Ich denke mal, hier ist gut. Gut durchfeuchtet auf jeden Fall. Fühlt sich gut an. Ja. Ich kann gar nicht sprechen. Zack. Einmal. Ich gucke mir das jetzt nicht an. Hier hatten wir ja nichts, ne? Ist hier was? Nase. Okay. Okay. Hier ist alles weg, ne? Hier oben noch. Oh, okay. Mein Haar. Okay. Okay. Ja, so lang gezogenes Haar jetzt. Oh. Ist schon ab. Okay. Ne, es klebt mir alles hier in meine Augenbraue. Toll. Das mache ich gleich. So. Nee, fühlt sich gut an, muss ich sagen. Jo. Ist auch gut abgegangen, habt ihr ja gesehen. So, jetzt werde ich irgendwie das Häubchen abmachen. Ich werde die mir mit Klarwasser eben ausspülen.
Und dann föhne ich mir die Haare und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann schauen wir mal, ob das was gebracht hat, diese Haube mit dem Zeug da drinnen. Ja. Ich weglaufen, ne? Bis gleich. So, meine Lieben. Ja. Ich habe mir die Haare jetzt trocken geföhnt, einigermaßen hier. Meine Haare brauchen ein bisschen länger, bis sie trocken sind. Auf jeden Fall, ja, wie ich schon befürchtet habe, ne, das ist vielleicht für kurze Haare. Für kurze Haare ist das nicht schlecht, weil dieses Produkt oben in der Haube drin ist. Ich zeige euch das mal. Beim Abziehen. Das steckt hier oben. Könnt ihr das sehen? Das ist da oben alles drin. Ne? Ach, auch wenn das, glaube ich, doch, das hat nur 1 Euro gekostet. 1 Euro per Köpfchen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Das war um den Dreh. Ja. Wie gesagt, für kurze Haare ist das vielleicht okay. Aber wie gesagt, mir gefällt das auch nicht. Mit dieser Maske. Die kann man auch nicht wiederverwerten. Ne? Ist unheimlich viel Abfallmüll. Und hier vorne riecht es ein bisschen. Aber die Haare sind trocken. Sind nicht so schön wie bei der anderen Maske, die ich euch schon gezeigt habe. Bei dieser lustigen Maske. Wie gesagt, die kann man auch wiederverwenden. Meine Haare sind wirklich trocken. Da ist nichts, nichts, ja, nichts drin. Ne, gefällt mir nicht. Wie gesagt, auch die Umwelt zuliebe jetzt. Finde ich das nicht so prickelnd. Vielleicht kann man die kann man bestimmt auswaschen. Aber wie gesagt, da kann man sie vielleicht mit einem Klemmerchen festmachen, um die Haube wieder zu verwenden. Aber ist nichts Dolles, ne? Nee, dann gefällt mir so eine einfache Haube, kann man sich dann lieber kaufen und dann normale Haarmasken reinmachen. Hat man dann mehr von als wie von diesen Teilen. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist nicht so mein Ding. So, wie gesagt, die Peel-off-Maske war okay. Ne? Meine Haut fühlt sich schön weich an, muss ich echt sagen, schön sauber, da wo das auf jeden Fall drauf war. Ne? Nee, ist okay, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Die Maske ist okay, die habe ich bei DM gekauft. Quatsch, bei Rossmann. Bei Rossmann bekommt man die. Und diese Augendinger, ja, hätte ein bisschen mehr Power sein können, ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Kann man nehmen, aber war jetzt nicht so dolle. Haben mir jetzt nicht so dolle gefallen. Wie gesagt, fühlt sich auch schon nicht ganz so trocken an. Ist ein bisschen besser, ne? Ich gucke noch mal, wo ist denn das Spiegel? Spiegel. Aber wie gesagt, ich bin vielleicht verwöhnt von den anderen Pads, die ich hatte, von diesen goldenen. Die waren echt super. Ja, hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, ne? Ja, ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, Ding muss ich unbedingt, Zeug muss ich unbedingt nachkaufen. Wie gesagt, die Peel-off-Maske war super. Die Augenpads geht so und die Haube finde ich ein bisschen blöd, der Umwelt zuliebe. Und wie gesagt, für lange Haare ist das nichts, weil das eben halt nur eben oben drauf ist, da eben hier oben, ne? Wenn man die Haare habe, ich habe die Haare ja hochgemacht gehabt. Wie gesagt, ist nicht so dolle. Naja, gut. Ich werde euch auf jeden Fall gucken, ob ich die Links finde. Werde ich euch die auf jeden Fall verlinken. Könnt ihr selber mal schauen. Und ja, ich werde euch die Produkte auf jeden Fall unten verlinken, wenn ich sie finden sollte. So, meine Lieben, wenn euch das kleine Testing-Video gefallen hat, würde ich mir wünschen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und vergesst nicht, ach so, wenn ihr mich abonnieren möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren, natürlich, ne? Würde ich mich riesig darüber freuen. Und vergesst nicht, wie gesagt, Däumchen habe ich schon gesagt, abonnieren und das Glöckchen nicht vergessen, damit ihr auch meine weiteren Videos, die ich drehen werde und zweimal die Woche kommen, die mindestens zweimal die Woche erscheinen werden. Dann, wenn ihr das Glöckchen nehmt, mein Gott, was ist denn heute los? Boah, nochmal. Wenn ihr das Däumchen drückt, dann würde ich mich riesig darüber freuen, ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein Abo da. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr auch keine weiteren Videos von mir verpasst, was ich mindestens zweimal die Woche hochladen werde. Ja, ich habe zwar keine festen Tage, wo ich Videos hochlade, kommt immer drauf an, so wie es gerade passt. Aber erscheinen werden sie auf jeden Fall zweimal die Woche. So, jetzt haben wir's. So, Mann, boah, war eine schwere Geburt. So, meine Lieben.
Denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, Tschüsskowski, bye, adieu, adios und ciao, tschö mit Ö. Ciao, ciao.